Hallo und herzlich willkommen zur 200. und 35. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6 mit Delfino Hallo. und der Glasscheibe. Wenn man die einfach hier Genau. so platziert, so mittendrin, Da, wenn zack, man eine einzelne platziert, sind das jetzt Säulen quasi. das fällt nicht so auf den ersten Blick. Da denkt man sich, hä, was ist denn das? Ja, stimmt eigentlich. Aber du kannst halt jetzt wirklich so eine Säule aus Glas nach oben machen, wenn du nur eine Scheibe platzierst. Besonders lustig sieht das aus mit diesen Gittern. Weil da ist da nicht nur die Säule, sondern da ist ja der Faden noch dünner. Das ist richtig. Wie so ein Eisenstab. Ist recht lustig. So. Auf jeden Fall besser als das Kreuz davor. Ja, genau. Kann man bessere Sachen damit Letztes Mal haben wir entwerfen. uns ja schon entschieden, die Rechten wären es eher nicht. Habe ich übrigens dort oben gemacht. Wenn man jetzt so schräg an Radius hochguckt, da habe ich dort unter die Lampen dort so Eisensäulen aus Eisenzäunen hingesetzt. Ja, das weiß nicht. Weiß Ich nicht, ob suche du da. gerade die Zoom-Taste und finde sie nicht. Bei mir ist das C. C? Standardgemäß. Nö, bei mir nicht. Weil Z ist bei mir schon auf was anderes. Z macht das hier. Z, 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 Z. Tu die Minimap reinzoomen, die Zoomstufe vergrößern. Ja, richtig. Dann habe ich noch X. X ist die Karte. Ah, das schaut auch gar nicht mal so schlecht aus. Vor allen Dingen guckt mal das Muster vom Hafen an. Also mir gefällt das Warte. sehr. Das ist so ein Ah, bisschen ja, richtig, abgemustert. weil es ist doch ein bisschen abwechselt mit den großen und kleinen Quadrate. Ja, Das ist ein hat symmetrisches was. Muster im abwechselnden Richtig. Design. Genau, ich habe ein Ei im Inventar. Ja, ich habe auch ein Ei im Inventar. Was zum Teufel soll ich mit diesem Ei? Genau. Weiß ich, Das hier Ei. neueste Informationen habe ich hier im Nordwener der Zeitzeitung gelesen, dort wie in der Zeit hier, na wie hieß das, der Zeitratgeber. Okay, was schreiben die? Die schreiben, dass Hundsgrab enthuunt wurde. Das ist richtig. Die ehemalige Praktikantin hat alle Hühner beseitigt, die quasi Ja, über den Weg gelaufen sind. die nach der Nachtruhe noch auf der Straße unterwegs waren. Es geht quasi die, es gibt jetzt eine Hühnersperrstunde. Ja, von 18 bis 6 Uhr. Genau, und wer richtig, und wer da unterwegs ist, der wird quasi Gebrutzelt. genau, wird Brathühnchen draus. Kann auch Kühen, Schafen passieren. Ja, dafür gibt's ja Ausgenommen die sind Kuhen Schweine so. davon, wie immer. Das stimmt, das sind heilige Tiere. Die darf man nicht vor Genau. Acht lassen. Aber wenn ihr euch fragt, warum ist denn jetzt hier so ein riesengroßes Loch unten drunter? Das wird der Keller. Ihr müsst wissen, wo ich diesen Ort damals zugesprochen bekommen habe. Von lieben Enrico war das hier sehr uneben und ich habe das ein bisschen geebnet. Übrigens, da wohnt ein Schwein unten. Ja. Auch ein Glücksschwein. Das ist auch ein Glücksschwein, das ist gut möglich. Oder Ich waren da nur meine, es hat Schneeklumpen? dieses. Bei mir hat es die richtige Silvesterfärbung. Ich weiß Aha. nicht, was es bei dir für eine Farbe hat. Das ist pink mit schwarzen Borstenstellen. Aber ich habe nichts zum Füttern. Ich habe, glaube ich, hier ein paar Karotten oben in der Truhe drin. Die hat mir gestern ein Zombie gedroppt. Ein Zombie. Ja, müsste in der Einzelkiste sein, die hier draußen steht. Also die, wo es nichts drinnen zu sehen gibt für die Zuschauer. Ja, da liegt noch Zeugs drinnen, wo sich jetzt manche fragen, wo kommt das her? Ein bisschen Sprengpulver. Na, das nicht, aber so Sachen, Glasflaschen. Glasflaschen? Ja. Die habe ich da nicht reingetan. Nicht, das war ich vor der Also. Aufnahme, weil ich sie noch quasi wie ich beim Sonnenschein war, sind mir ein paar Glasflaschen in die Taschen gefallen.
Mit Inhalt. Achso. Blub. Ich verstehe, ich verstehe. Ich habe die Kiste jetzt mal abrupt nicht geöffnet. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum das, warum das so langsam geht mit dem Gras. Ne? Und wenn ich ja einmal über die Erde gehe. Also, das stimmt. Weil da kann ich auch eine normale Diamantschaufel nehmen. Ja. Ich habe übrigens noch eine Menge Diamantschaufeln. Okay. Das ist gleich noch vom letzten Projekt, wo wir das letzte Mal alle zu Gast waren. Das war knapp. Nach oben gucken und nach unten gucken, da schafft man das auch. Platsch. Platsch. Ich schaffe gerade den Sprung heute nicht. Die Schaufeln sind zu schwer. Zu schwer. So, mein Trick ist hier dabei, Stufen zu nutzen. Bekommt man mehr raus. Platsch. Ja, das mache ich mittlerweile auch. Ich setze Stufen, man kriegt mehr raus und die Gefahr, dass ein Flauschefuß kommt, ist geringer. Haha, Flauschefuß, ja, das stimmt. Die können ja auf die halben nicht kommen. Das stimmt auch. Also, ich hoffe, die ändern das nicht. Das hoffe ich auch. Es hilft enorm, wenn du mit halben baust. Dann musst du nicht immer gleich alles perfekt ausleuchten. Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn man Schnee platziert, der lässt sich nicht auf halben Stufen, die aber ganz sind, also die Ebene, die wir jetzt hier sind, da lässt er sich nicht drauf platzieren. Da musst du erst was unten dran setzen. Oh, okay. Das Problem hatte ich beim Marktplatz, wo ich den hier die Platten draufgesetzt habe. Das ging irgendwie nicht. Und dazwischen kommen jetzt auch halbe von der Eiche. Korrekt. Na gut. Dann holen wir uns ein paar Eichen. Das ist korrekt. Wir haben ein bisschen Aufräumen hier drin. Was liegt denn da alles? Zack. Zack, 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 zack. Zack, genau, mach zack, zack. Ja, ich sag in letzter Zeit sehr, sehr oft zack, zack. Zack, zack. Ja, zack, zack, Hose ab. So, hier ist noch ein bisschen Lehm. Kann ich auch mal reinfüllen. Und dann Erde. Und Stein, der ist hier drin. Das Glas kann ich auch mal hier dazu packen. Dann ist hier noch. Ach ja, hier sind noch ein paar Ziegel drin. Hier oben ist übrigens die Steaks drin von dir, Delfino. Wo oben? Oben links. Wenn du wieder Essen brauchst. Oh, jetzt habe ich eine Menge Essen. So, aber nicht wegschmeißen, die Steaks. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Erstmal wegschmeißen. Genau. Damit sie noch so eine rauchige Naturnote bekommen. Genau. Einmal kurz durchs Gras ziehen. Sehr gut. Hast du schon Stufen? Oder gebe ich dir ein paar? Ich kann noch welche machen. Ich habe hier nämlich noch einen halben Stack. Zack. Oder einen ganzen Stack. Zack. Okay. Dann stufen wir mal. Manche werden bestuft und manche werden ja, genau. Bescheiden, ja. Bescheiden. Noch ein bisschen Nachschub produzieren. Das reicht nämlich nicht aus. Ich werf dir mal ein bisschen was hin, weil du wirst auch wahrscheinlich nicht hinkommen mit. Ja, wobei jetzt habe ich 64 und dann noch, dass mir vorher schon ordentlich hinkommt. Na, vergiss nicht, dass da noch eine Etage oben drauf kommt. Das ist richtig. Müssen wir oben ja auch noch, ja. Kommt man da von hier ran? Nee, es ist besser von oben. Es wird gleich langsam wieder dünkler, oder? Dünkler? Ja, weil die Fackeln leuchten stärker jetzt. Da merkt man gleich, dass dunkel wird. Du spielst gerade mit Shader Linus? Nö, eigentlich nicht, ne? Die machen ein bisschen Probleme bei mir.
Noch kann ich nachts schlafen. Ziehen zu viel Performance. Das stimmt allerdings. Manche sind ja wirklich richtig hardcore. Mhm. Ich bräuchte den ersten. Ah, jetzt geht's. Es geht. Okay, ja. Dann renne ich schnell runter. Escape. Es geht, Escape. Zack. Genau. Ich schaff's immer wieder, ich will ins Bett springen und setzen Block. Was war's diesmal? Ach so, eine Halbstufe. Genau. Ja, gestern Glas, heute Halbstufe. Mhm. Kommen da eigentlich noch Zwischenverstrebungen oben? Ja. Genau. Ich muss mal ein paar Fotos machen hier. Ein paar Fotos? Fotos. Dann setze ich schon mal und lasse dann die Stellen frei, wo die Verstrebung reinkommt. Ein bisschen in die Richtung. Zack, zack, zack. Ah, jetzt geht's. Zack, zack. Genau, zack, da zack. Da haben wir es wieder. Zack, zack. Zack, zack, Finger ab. Richtig. Letztens, da kam ja hier, wo ich Feierabend hatte, eine Arbeiterin entgegen. Kann mir mal erzählen. Mhm. Habe ich so noch ein schönes Wochenende gewünscht. Und da hat sie zu mir gesagt, oh, ich kann dir gerade keine Hand geben. Weil es war übelst kalt draußen, minus 5 Grad. War schon abends und die hat irgendwie das hinbekommen, ihren Finger irgendwo im Auto einzuklemmen und der hat übelst geblutet. Da habe ich so gedacht, eieiei, gute Besserung. Mhm. Lass mich raten, du hast keine Fichtenstufen. Das ist richtig, ich habe gar keine Stufen mehr. Gar keine Stufen mehr? Guck mal hier, kriegst Nachschub. Spuck aus. Mhm. Shift activated, zack. Geht das eigentlich auch mit R-Shift? Nee, geht's nicht. Nee. Weil ist ja die Befehlstaste, aber ich habe gedacht, wenn der Chat versteckt, das geht das. Schade. Ja, und vielleicht geht das nicht mit R-Shift, weil die Taste R-Shift nicht für... Platsch. Platsch. Jetzt habe ich nicht R-Shift gedrückt, jetzt habe ich was anderes gedrückt. Die Umschalttaste. Okay, die war es nicht ganz. Genau, bin ich ein bisschen verrutscht. Übrigens ein großer Faktor bei Spielen, warum ich immer danach mit Caps schreibe. Ist mir mal so aufgefallen. Ja, stimmt, ja. Weil man da aus Versehen immer statt Shift zu drücken, immer auf die Umschalttaste kommt. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das passiert mir jedes Mal, egal welches Spiel. Ich hab's noch nicht erlebt, dass mir das nicht passiert ist. Das gehört fast schon dazu. Das ist schon Alltag eines Gamers. Richtig. Umschalttaste nach dem Spiel nochmal drücken, um richtig schreiben zu können. Ja, genau, speziell wenn man so blind die Tasten drückt, ohne hinzuschauen, dann passiert genau. Sowas. Wenn man schon dran gewöhnt ist an die Steuerung. Da weiß richtig. Man schon ungefähr, ne? Okay, Stufen sind wieder alle. Stufen sind alle. Ich habe nur noch die eine, die ich falsch gesetzt habe. Isst du die denn alle? Mhm. Die verputzt du ja so schnell, das ist ja der Shit. Ja, ich bräuchte da zehnmal so viel. Na ja, hast du jetzt mal richtig viele. Die müssten jetzt lang. Schauen wir mal. Es fehlt ja da die ganze Hälfte noch. Na stimmt, das wird knapp. Sind wir mit einer Hälfte mal fertig. Und hier kommt dann nochmal eine ganze Hälfte. Es könnte eng werden. Aber wir haben da unten noch ein bisschen was. Da mangeln es ja nicht. Was mir gerade nur einfällt ist, du wolltest ja eine Treppe hochziehen. Stimmt. Sollten das Loch vorher freilassen dafür, damit man hochkommt. Das stimmt. Und zwar sollte die... Genau, wo sollten die dann? Autsch. Die soll ja von unten. Warte, ich spring mal runter. Baue nie den Ast unter dir ab, wenn du einen Baum fällst. Oh, da fehlt was, Moment. Erledigt.
Genau, das haben wir ja hier schon mal angedeutet, hier Ja, drüben. genau, wir sollten ausleuchten auch da drüben. Oh, stimmt. Da wird es langsam ein bisschen finster. Sicher, sicher. Man hier die Mitte, ja. Die Mitte? Okay. Genau, da ist ja die Treppe. Die haben wir ja schon geplant, dass man da hochgeht. Genau, da werden wir jetzt hier. Die wird noch anders gestaltet, keine Bange. Keine Bange, Bange, Bange. So, dann wäre die ja Genau, da da. in der Position. Sion. Da müsste man ja den weghauen. Genau, Und hier dann kann kann man man durch. dann durch. Machen wir das gleich so. Genau, dann kann man hier, genau. Passt doch. Dann kann man das drüben nämlich auch gleich einplanen. Na, habla. Habla. So, habla, habla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, genau, das heißt 4 rein. Da kommt drüben quasi die Verstrebung wieder raus. Im Mittelteil hier. Eine komplette Verstrebung. Genau, die da kommt ganz weg. Und hier gehen wir 4 rein. 1, 2, Ja, du möchtest gern 3. was essen, mein lieber Minecraft-Charakter. Verhungerst Der du? hat Hunger. Ne, der hatte nur eine Keule. Aber der Das wollte ist nicht trotzdem. viel. Naja, das ist nicht viel, das stimmt. Dann fütter ihn mal. Das habe ich schon getan. Er hat es genossen. Der Genosse hat's genossen. Der Genossengenuss. Genau. Der Genussgenosse dann. Ja, genau, das passt besser. Hey, jetzt hatte ich gerade wieder so einen Hüftschwung und habe Einen mehrere Dinger Hüftschwung. gesetzt. Okay, Kennst du hola. das? Du willst einen Block setzen und dann kommen drei. Ich habe da eher ein anderes Problem bei mir. Bei mir verreist die Maus irgendwann mal, aber korrupt. Wenn ich da so da stehe, stehe ich die andere Sekunde so da. Das hatte ich jetzt Okay. gerade schon wieder. Aber die Maus bewege ich nicht. Die bewege ich nur ganz leicht und dann, pfup, irgendwann ist das mal weg. Ich habe mir Warte übrigens mal. Ah, du hast das dann noch einmal angepasst, okay. so einen kleinen Rahmen drum gebaut. Ich finde, Ja, es schaut das eigentlich besser aus mit Rahmen. so ein bisschen Struktur mit reinbringen. Auf jeden Fall. Wir wollen ja schön bauen. Genau. Andere bauen effizient, wir bauen schön. Na, es gibt Zeiten, da baue ich auch sehr effizient, muss ich euch zugeben. Ja gut, habe ich auch schon. Aber wenn man mal Platz hat, kann man auch schön bauen. Genau. Ich habe mir den Platz Meist, extra meistens, wenn es eng freigehalten. wird, Oh ja. dann kann man nicht schön bauen. Oder nicht immer. Autsch. Autsch. Viele Stufen habe ich nicht mehr. Ich habe noch 5. Ich habe 11, das reicht nicht mehr, um oben alles zuzumachen. So, Zack. Stufen sind wieder alle. Stufen sind alle hier. Ja, Siehe da kommt der drüben. Baumeister. Genau. Sollten wir hier aber auch gleich ausleuchten, Das stimmt. bevor hier böse Menschen kommen. Böse, böse Flauschige Menschen. Menschen. Flauschige Menschen, das stimmt. Da hatte Die ich mal sind vor ein paar flauschig, dann Tagen. machen sie pink. Ich muss mir mal schnell mal den Tag aufschreiben, bevor ich das vergesse. Ich schreibe mir nämlich immer mal, wenn ich hier drauf bin, den Tag auf und dann mal irgendwann mal mit dem Server irgendwas ist, da weiß man sofort, welcher Tag da gerade ist. Ah, das ist gut.
Ja, es ist immer sehr interessant hier, wenn man erstmal den Zettel suchen muss. Hast du noch Stufen? Ich unten in der Truhe, ja. Okay, dann gehe ich in die Truhe. In Rohform müsste das sein. Und es wird gerade wieder finster. Ja, ich sehe es gerade. Es geht auch. Entsprung, ah, ich hab nach dem Schlaf Schaden bekommen. Das ist doch immer so, ne? Man trinkt am Abend, ne? Legt sich ins Bett und kriegt den Schaden erst am nächsten Morgen. So ist das. So, jetzt ist der Tag 20, 20, 8. 20, 20, 8. Wäre mal, der Sonnenschein ist immer noch da. Wäre mal sehr interessant, welcher am Treibenland ist. Kann man ja ganz einfach mit über F3 überprüfen. Siehst du, jetzt habe ich wieder Ja, diesen. das war jetzt live drin, ja, genau. Ja, genau, das passiert manchmal. Da bist du auch dabei so ein bisschen gesprungen. Ja, aber ich wollte, ja, aber nicht, aber eigentlich nicht bewusst, also das passiert dann irgendwie. Okay. Das sind diese Phänomene. Das Meiner haben Seite wir bei nach. uns auch am Server. Okay. Wenn der länger rennt, dann häufen sich solche Phänomene. Das häuft sich dann richtig? Ja, dann hat Zeran öfter sein Hüftleiden, wenn der Server wieder länger rennt. Okay. Und nach die Versionsupdates ist immer weg bei ihm. Das kommt dann immer mit der Zeit, da muss sich der Körper erst dran gewöhnen. Ja. Wir wissen nur nicht, was das mit dem Server zu tun hat, wenn du beim Herumklicken und Ducken und so dann plötzlich so Probleme kriegst. Weil du das ja eigentlich nicht am Server ausführst, sondern eigentlich am Rechner, aber komischerweise ist es so. Apropos So. Rechnen, ich tue jetzt erstmal die Aufnahme unterbrechen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Tschüss. Ciao, ciao.